Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Und wir gucken uns mal an, was hier passiert ist. Wir waren es nicht. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise waren wir es nicht. Oh, er ist ja voll krass drauf. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hin der! Da drüben kommt er raus! Achtung! Ah! Ich kann nicht zurücklaufen. Wir können doch schwimmen? Zumindest in ein paar Sequenzen zumindest. Hilfe? Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er
Besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg? Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Ein neues Abenteuer wartet auf Sie, hä? Danke, dass Sie Baba Yaga, der Tempel der Hexe, für was? In der Sowjetanlage wartet... Ah. Oh, DLC. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Hauptsache, hier liegt erstmal eine geile Wurst. Ne? Hauptsache, erstmal eine geile Wurst. Wurst. Das ist voll geil hier. Was ist das hier? Das ist voll chillig. Hier ist so ein geiler Ofen, ne? Mit Kamin, wo auch immer das Rohr hinführt. Ich habe keine Ahnung, wie das durch diese Wände da gepasst hat. Keine Ahnung. Hier ist noch geile Medizin und Kräuter und Wusch und hier noch was zum Sibbeln. Ich muss es probieren, sorry. Overwatch hat Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Aha. Ich sehe... Oh, da ist ein Verletzter. Da ist Baba Yaga. Was zum Henker? Ich habe diesen Namen schon mal gehört, Baba Yaga, aber... Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment.
aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Ja, ich habe gerade eine Theorie im Kopf. Ein Gefühl, dass ich ihm alles sagen könnte. Da ist es mir aufgefallen. Ist er ein Nachfahre dieses Propheten? Weil auch wie er gekämpft hat, ne? Das ist gerade mega Hype. Also wenn diese Theorie wahr wäre, also in meinem Kopf ist sie das aktuell. Alter, wenn er so ein Nachfahre von dem Propheten wäre. Yo, dann könnte er so ein Beschützer dieser Quelle sein, theoretisch. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber okay. Erhöht die Munitionsmenge. Okay. Ziel, bla bla. Ja, bla bla. Kopfzepfer, nein. Keine Ahnung, zwei Pfeile, kein blassen Chimäre. Wir können diese Bomben verwenden, wir können dieses Rollen verwenden. Ja. Nee, das will ich haben. Nee, das war das Falsche. Na, ist egal. Nur mal das hier. Ja, Nachladegeschwindigkeit. Komm, gönn mir Nachladegeschwindigkeit. 18, was? 18 Outfits? Ach, hast du schon wieder was anderes angezogen, Lara? Du hast schon wieder was anderes angezogen. Ah, was hast du denn jetzt? Irgend so eine Jacke. Nee. Tragkapazität, bla bla bla. Bla bla bla. Thermoshirt. Ja, so ein kleines Billo-Shirt ist besser als so eine fette Jacke. Hä? Wo ist denn meine geile hier exotische Tierressource? So. Exotische Tierressource. So, wo zum Henker sind wir? Hier ist ein Krypta-Eingang. Okay. Hier hinten haben wir alles geloodet. Ich denke es mal. Zumindest sieht es so aus. Hier ist eine Mission verfügbar. Hey, hier ist ein Relikt. Ach ja, da kamen wir noch nicht rein. Ah, doch, wir kamen jetzt das Seil-Dingsbums. Das heißt, wir können überall rein. Und hier ist dieses Baba Yaga. Versuchen Sie Tönes Anwesenheit in der Sowjetanlage. Ja, ist das... muss ich das jetzt machen? Ich würde das jetzt eher auf die nächste Folge erstmal verschieben vielleicht. Oder? Weil, ja, ne? Also, wäre halt, glaube ich, besser. Okay, dann machen wir es so. Wir machen Backtracking. Syrien ist 100%. Berggipfel ist 100%. Sibirisches Refugium-Dingsbums. Da gab es zwei Höhlen, wo wir nicht rein konnten, ne? Wir können das mal machen. Ich glaube, da können wir theoretisch jetzt rein. Also, theoretisch. Jacob suchen. Nee, lass mal. Ich will erstmal diese Umgebung hier fertig bekommen. Ich will erstmal diese Umgebung fertig machen. Oh yeah. Ich müsste mich mal über dieses Baba Yaga informieren, ob das eine komplett neue Map ist. Oder ob das so ein... ja, so ein keine Ahnung, so ein Grab ist oder sowas, weißt du? Das wüsste ich gerne. Haben Sie den Funkturm repariert? Noch nicht. Ich glaube, die Techniker hatten nicht mit 50 Jahre alter Funkausrüstung gerechnet. Sie sollten es besser hinkriegen. Was ist mit den einheimischen Führern, die man außerhalb des Tals erwischt hat? Es heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Na, schieß doch!
So, diesen Kanister können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Aber erst danach. Ich loote die erstmal. Pistolenmuni. So. Und zwar haben wir einmal hier eine Höhle. Ich glaube, da brauchten wir den Kanister. Nee, die brauchten wir denn noch nicht. Lol, hier ist ein Abenteuerrucksack. Lol. Ja, der bringt mir jetzt wahrscheinlich nichts mehr, ne? Ich glaube, der bringt mir nichts mehr. Nö, wir haben halt alles, ne? Hast du jetzt eine Mission? Hä? Diese Mission? Wo kommt denn die Mission auf einmal her? Die war da vorher nicht da. So. Immerhin kommen wir jetzt hier rein. Und ein Relikt. Ein Daumenring eines mongolischen Bogenschützen. Damit konnten sie schnell vom Rücken eines Pferdes schießen. Er muss einem recht großen Krieger gehört haben. So, wie komme ich an das andere Relikt? Es ist irgendwo da unten. Kann es sein, dass es vielleicht hier drin ist? Ist das... Ah, ja. Habe ein Relikt gefunden. Kann ich das nutzen? Nein. So. Ein mongolisches Banner. Eine Art Fahne, die an einem Speer befestigt wurde. Das hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Ja, das sieht sehr mitgenommen aus. So. Okay. Haben wir das auch geklärt? So, das heißt, wir haben alles gesammelt, ne? Wir haben alles gesammelt, bis auf die letzte Mission, die ich aktuell anscheinend nicht machen kann. Ich laufe mal hier so ein bisschen rum, vielleicht finde ich die ja. Vielleicht ist das diese eine Lady da. Oder ist es noch nicht verfügbar? Hm, hier ist anscheinend nichts. Moin. Na, Hirsch. Hey, Hirsch. Hey, du kleines Reh. Willst du an mir vorbeilaufen einfach? Ja, rennt mal ins Feuer hier. Easy. Okay. Können wir aktuell nichts weitermachen, leider. 100% abgeschlossen. Mission zählt nicht anscheinend. Gletscherkaverne haben wir auch 100%. Sowjetische Anlage haben wir gerade 40. 40 fucking Kackprozent. Als ob, ey. Als ob wir nur 40% haben, ey. Ja, ich gehe mal nicht in die Zisternhöhle hier hin. Wir können ja jetzt an viele Sachen rankommen. Wir haben ja das Seil jetzt, wir haben den Dietrich, wir haben Waffen. Ja. So. Ich will dieses Baba Yaga aber jetzt noch nicht machen. Ich will das erst später machen.
Ich will das erst später machen. Sie sind zurück. Gut, dann können Sie uns helfen. Oh, moin. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden zwei meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie, ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Ja, okay. Ich hätte aber gerne mal so langsam dieses scheiß verkackte Messer. Ich will dieses Messer haben. So. MP-Komponente. Ich hätte aber gerne den neuen Bogen. Obwohl, wir haben ja einen Bogen, theoretisch, ne? Wir haben ja den neuen Recurve-Bogen. Recurve-Bogen. Den Recurve. So. Achso, da ist schon einer. Okay. Ja, wir hatten halt viele Sachen, wo wir noch nicht weitermachen konnten. Zum Beispiel diese Höhle hier. Ich möchte da hinten gehen. Ich mache noch nicht Baba Yaga, das mache ich erst in der nächsten Folge. Weil ich weiß nicht, was das alles, ob das viel DLC ist oder... Die Baba Yaga. Ach, ich muss da hinten lang. Ja, stimmt, da gab es ja auch noch einen Weg. Da gab es ja auch noch einen Weg. Ah, hier müssen wir hin. Warum ist diese Plattform... Das war einfach nur für Loot. Es war einfach nur für Loot. So. Wo gehe ich hier schon wieder rein? Ich hoffe, wenn kein... Ne, hier ist kein Grab. Und? Compound-Bogen. Yes. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Ooh, baby, baby. Hazer! Hazer! Nee, ich töte ihn nicht. Ich könnte ihn töten. Ich habe die Macht des Bogens. Na, wie gesagt, dieses Baba Yaga, das machen wir später. So. Hier war noch eine Höhle. Ah, die ist oben. Da komme ich auch da hoch. Whee. Hä? Oh. Sie war nicht da oben. Lol. Okay. Abenteuerrucksack. Das ist immer sehr gut. Er zeigt immer Überlebensverstecke an. Das ist wichtig.
Okay, alles irgendwie da hinten auf dem Bereich. Oh, hier ist noch ein Überlebensversteck. Alles klar. Und hier oben ist sonst nichts mehr, ne? Ne, okay. Dann markiere ich mir das da auf jeden Fall. Und hier ist Öl. Hä? Öl? Warum ist hier Öl? Ach, hier. Ach, das können wir jetzt noch nicht benutzen, weil wir vielleicht da... Das brauchen wir vielleicht für Feuerpfeile oder sowas. Hier ist mit nicht mehr drin? Echt? Okay. Ja, soll mich nicht weiter stören. Hier hatten wir noch eine Höhle. Aber sind wir da schon rein? Ja. Da waren wir schon drin. Aber da geht es noch weiter in ein Grab. Da geht es noch weiter in ein Grab, glaube ich. Ich gehe jetzt erstmal das Überlebensversteck holen. Ich muss mir unbedingt diese Abrollenfähigkeit holen. Und wir brauchen unbedingt mal ein Messer, ey. Irgendwo da unten. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas noch hier unten sein wird, aber ja, die Dinger erstmal zu finden, ne? Hier? Irgendwo hier. Ah, ich drücke auf E. Einfach E drücken. Also wir haben maximal Holz, okay. Ich finde das schön, dass das automatisch angezeigt wird. Das finde ich echt cool. Das finde ich echt cool. Könnte theoretisch noch nach hier reisen, mit dem Typen zu handeln. Aber ich glaube, wir haben... Nee, wir haben nur 38 Münzen. Das lohnt sich ja gar nicht. Hier ist halt noch ein Herausforderungsgrab. Das ist aber auf der anderen Seite, oder? Aber man kann hier von da nach darüber irgendwie... Wahrscheinlich nur von oberhalb. Und da konnten wir noch nicht hin, wahrscheinlich. Wir müssen da unten hin. Stimmt, hier war auch noch ein Relikt. Das könnten wir noch holen gehen. Hier ist eine Leiter. Gucke ich mir mal an. Ich drücke mal hier E. Vielleicht gibt es hier was. Ich drücke mal E. Ich spam E. Hier ist rein gar nichts. Nö. Das Sägewerk. Das liegt bei Jacobs Höhle. Sie haben dort jemanden gefangen. No. Ich denke jeden Tag. Du denkst jeden Tag an Dad? Stand da, glaube ich. Ich trinke mal was. So. Schön gesubbelt. Wir gönnen uns jetzt das eine Relikt noch. Dürfte sich ja hier irgendwo befinden. Oh lol, wir konnten einfach so hin. Oh, ich habe das nur nicht gesehen. Alter. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Ja. Kann ich es nicht kaputt machen? Okay, man hätte hier einfach durch den Zaun gehen können. Ich dachte, da wäre irgendwo hier drin eine Tür, die wir aufmachen mussten. Alles klar. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin. Haut rein und tschüss.
Alter. WTF.